Moin und willkommen zurück zu Shadow Generations. Wir sind im Rail Canyon und müssen jetzt Akt 2 bestreiten. Let's go. Gibt's noch mehr als 2 Akte pro Level? Ich weiß es nicht. Ihr wisst es aber mit Sicherheit schon. So, und für die, die sich auf Sonic freuen, es wurde ja gefragt, ob auch Sonic als Let's Play starten kann. Jein, es wird als Let's Play hochgeladen. Wird aber auf Twitch erstmal live erscheinen. Okay? Heute Abend werden wir so ein bisschen den Anfang spielen. Und dann habe ich so ein bisschen Material, um... Wie kommt man da hoch? Ah, gar nicht. Da habe ich so ein bisschen Material, um, ja, dann Parts draus zu schneiden, würde ich mal sagen. So, hier muss man ständig auf dem Bildschirm achten. Ich kann nicht so häufig mit euch in der Kamera da reden. So, ich habe da was erwischt. Das war, glaube ich, richtig. Guck, ich werde immer besser, Mann. Okay. Ah, es gibt Collectibles pro Level. Im Ernst? Okay, also das soll kein 100% hier werden. Aber wenn mir das Spiel wirklich zusagt, werde ich das on-stream noch versuchen zu komplettieren. Mann, ich weiß noch nicht so richtig, wann ich die Attacken richtig einsetzen kann. Aber... ich mache mir schon nicht so schlecht, ne? Vielleicht wird aus mir noch ein Sonic-Experte, wer weiß. So, das Level gefällt mir auch wieder sehr gut. Ich mag diese Schnelligkeit. So, Chaos Control, dran denken, ne? Wenn es irgendwo brenzlig wird, dann Chaos Control einsetzen. Ja, jetzt haben wir hier die Schiene hochgemacht. Ich weiß nicht, ist die unendlich da, weil das sind so Dinge. Kann man die einsammeln? Ich weiß halt alles nicht. Oh, warte, ich wollte auf die Wand. Geht das jetzt nicht mehr? Nee. Schade. Okay, aufpassen, da ist so ein Zug. Ah, Mann. Ich habe mich da ablenken lassen. Okay, jetzt geht's im Laufen weiter. Ich muss wohl öfters Chaos Control einsetzen. Ah, okay. Und hier muss man dann mit Geschwindigkeit hoch. Genau. Sehr cool. Diese Geschwindigkeitsanzeige ist der Turbo da, ne? Ja, okay. Dann habe ich das jetzt auch kapiert. Und da muss man jetzt zuerst Y einsetzen. Ja, wird jetzt sogar angezeigt. Tut mir leid an der Stelle. Aber ich bin da immer noch verwirrt. Zwischen Nintendo und Xbox. So, das Level zieht sich jetzt ein bisschen. Aber ist okay. So sollte man das eigentlich spielen, ne? Immer schön mit dem Turbo da gedrückt halten. So, aufpassen. Oh! Okay, haben wir noch geschafft. Chaos Control einsetzen, oder? Das ist die ultimative Kraft. Keine Ahnung. Ich setze einfach mal ein. Und da sind zwei Bots gewesen. Die haben wir besiegt. Dich auch. Guck mal, ohne Treffer. Oh, scheiße. Verdammt. Ja, haben wir geschafft. Okay, sehr gut. Der Sprung war nice. Und der Zug hat mich erwischt. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich würde sagen Chaos Control, ne? Damit kann man halt die Zeit verlangsamen. Ist eine nice Sache. Aber man sollte den Boost mitnehmen. Oh, nee. Das ist eine Stelle, wo ich jetzt gerade faile. Aber man wird nicht so krass bestraft, oder? Nee, ich habe keinen Chaos Control. Hä? Wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Ah, da ist Chaos Control drin. Okay. Ja, my bad. Bisschen verkackt. Ja, es ist doch schon sehr schnell. Also, man muss da schon ein bisschen trainiert sein. Boah, kriege ich hier irgendwo Chaos Control? Oder ist das Level vorbei? Der Zug ist tot. Und das ist ja, das Ziel, ne? Ja. Sehr gut. Ein C-Rang nur. Ja, okay, kann ich aber verstehen. Ein bisschen zu häufig gefailt. Nicht so geil. Aber somit haben wir auch dieses Level fertig und wir bekommen wieder so ein Zahnrad. Und so geht das jetzt immer weiter.
Ist das so? Na gut. Aber wo muss ich jetzt mit dem Ding hin? Wieder zur Tür? Warte, wir haben ja eine Map, ne? Ja, nee, Quatsch. Da oben, das, was ausschaut wie eine Grafikkarte. Da müssen wir lang. Okay, wie machen wir das? Das ist wieder so ein Teil. Die brauchen wir, die sind ja anscheinend wichtig. Boah, ganz ehrlich, das hier ist gerade Sonic wirklich richtig gemacht. Also, ganz ehrlich, ich bin wirklich überrascht, wie gut es ist. Und wie viel Spaß es mir macht. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass das Spiel nicht gottlos schwierig irgendwann wird, weil im Moment finde ich den Schwierigkeitsgrad sehr angenehm. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt. Also, wenn man die Ringe erreichen könnte, wäre schon nice. Nee. Ja, ich weiß nicht. Seid ihr da so ein bisschen Spezialisten drin? Seht ihr da instant, was man machen muss? Weil für mich ist das halt quasi immer neu. So, hier sind eine Menge Schrauben. Ja, und jetzt müssen wir die wirklich diese Jump-and-Run-Passage überstehen. Das ist auch so ein Gegner, oder? Das ist eine Kiste mit dem Pinsel drauf. Das sind vermutlich Artworks, ne? Vermutlich ist es hier ja wieder so eine Art Sonic-Jubiläum. Ah. So, ich möchte jetzt den Roboter da erreichen. Genau, guck, geschafft. Ja, und dann in die Ringe rein. Und da kommen wir wieder hier hin. Was wollen die denn von mir? So, noch eine Kiste gefunden. Dann öffnen wir die auch. Da gibt es Musik, wie scheint. Ja, Tatsache. Von einem vergangenen Sonic-Teil. Und eine Schraube. Und hier auch. Okay, dann sammeln wir halt die Kisten. Diese Kiste ist verschlossen. Finde Schlüssel in Akten. Ah, okay. Das ist ja nicht so cool. So, jetzt weiß ich nur noch nicht. Ah, guck mal, da ist so ein Haken. Kann man sich da ranhängen? Es muss hier irgendwo weitergehen. Oh, okay, das hier habe ich nicht gesehen. Da geht es tatsächlich weiter. Let's go. Aha. Dann vermutlich hier drauf springen. Genau. Ah. Okay. Spiel hat auch eine sehr schöne Geschwindigkeit. Also so, wie gesagt. So magisch das. Ach, die gehen auch nicht auf. Habe ich denn... wie sieht man denn, dass die Kisten geöffnet werden können? Leuchten die dann speziell? Da habe ich da an der Seite irgendwie so Schlüssel. Und die sind so universell. Ich glaube, das ist eher so, ne? So wie in einem Zelda-Dungeon. Ja. Okay, angekommen. Ist dann jetzt Bosszeit? Der Doom Blast. Geil, neue Fähigkeit. Erreiche höhere gelegene Orte, indem du durch die Luft geschleuderte Feinde verfolgst. Drücke und halte dazu X, ziele und drücke noch einmal X, um den Gegner wegzustoßen. Oh, jetzt wird es schon ein bisschen kombolastiger hier. Aber okay. Also springen, X drücken. Ah, gedrückt halten. Und wenn man B drückt, da kann man da rein. Okay. Und die ist Bosszeit. Da wird das vermutlich dann gebraucht, oder? Zwei Schlüssel. Ne, sogar vier Schlüssel. Schließe Herausforderungsakte ab, um Boss-Torschlüssel zu erhalten. Oh, okay. Warte kurz. Um hier reinzukommen, brauche ich die Schlüssel, oder wie? Na gut. Das bedeutet jetzt... Was?
Sammle die notwendige Anzahl an Ringen und erreiche dein Ziel rechtzeitig. Oh, das ist cool. Und wir haben hier zwei Herausforderungen. Zerstöre Ziele mit Chaosbär, vernichte die notwendige Anzahl blinkender Ziele. Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die halt zu fachmäßig werden. Aber wir fangen mit den Ringen einfach mal an. Ich habe ein bisschen Angst, dass die zu mit den Attacken so Fachwörter-Jargon nutzen. Die halt nur Sonic-Fans wirklich verstehen. Und ich nach jeder Folge schon wieder vergessen habe. So, wie viele Ringe brauchen wir denn? Ah, 100. Oh. Okay. Das lässt sich einrichten, I guess. So, guck mal. Ich bin nicht so ein cooles Kid. Ich brauche Mario, Mann. Mario ist mir geselliger. Der läuft nicht so schnell. Boah, aber weniger Reflexe. Aha. Wo sind wir? Bei 92. Ja, dann ist das doch ganz machbar. So, Ziel erreicht. Dann lass... Oh, haben wir sogar einfach so eine Kiste zu öffnen. Ja, cool. Okay. Sehr cool. Also, wir müssen jetzt nur noch zum Ziel irgendwie. Ah, und natürlich keinen Treffer einstecken, ne? Nein. Okay, ich lebe noch. Ich lebe noch. Warte, warte. Beruhig dich, Shadow. Scheiße. Was passiert jetzt? Nein, wieder null Ringe. Und ich habe auch noch einen Timer. Aber wieder von vorne, ne? Ja, okay, die 100 Ringe zu sammeln ist ja machbar. Ah, das ist alles gar nicht so leicht, wenn man gar kein Experte auf dem Gebiet ist. Aber war ich da so ein bisschen... Okay, irgendwie habe ich das Ganze doch noch erreicht. So, Spur wechseln, wieder diesen Schlüssel mitnehmen, hier rüber. Also, die Anzahl haben wir. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie ins Ziel kommen. Wie geht es? Boah, ey, das ist zu schnell. So, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle, wo es vorhin gehapert hat. Aber vielleicht ist Chaos Control die Lösung. Ja, es scheint besser zu gehen. So, jetzt kommt dieser Rotor hier. Ach, und dann soll ich da hinten hin? Aber wie macht man das denn? Zeitlich ist es schon cringe. Schaffen wir nicht mehr. Ich sehe das jetzt gerade da oben. Was ist das? Mehr Zeit? Ja, scheint so. Und da ist das Ziel. Nein, wir hätten fast... Was? Wir hätten S? Wir hätten S holen können. Aber A ist auch nice. Okay, ich komme so langsam rein. Aber ja, man merkt, ich fehle derbe. Ist gar nicht so leicht. Ja gut, das haben wir jetzt geschafft, oder wie? Hä? Wie, was ist jetzt mit der Note da? Hä? Ja, was ist mit der Note? Ich muss da hoch, ich muss da hoch. Nein, ich krieg sie nicht. Okay, da jetzt ist sie wieder weg. Hä? Was ist jetzt passiert? Ah, ne, nix. Boah, ey. Entweder lacht ihr euch einen ab oder ihr heult rum. Weil ich so schlecht bin. Was ist jetzt mit dieser Note? Also ich muss da auf dieser... auf diese Rail da. Aber wie? Von hier irgendwo, ne? So, hier hoch. Zack. Und erreicht. Ist das so richtig? Ah, das ist nur eine Illustration. Okay, das ist aber ziemlich cool. Ah ja, und mit dir kann ich jetzt hoch. Ah. Yes. Cool. Ja, dann gehen wir jetzt noch in... Haben wir noch Zeit? Ich würde sagen, schon, ne? Dann lass auch die andere Challenge noch machen. Die ein bisschen schwieriger ist.
Was müsste man machen? Zerstöre Ziele mit Chaos Spear. Finde die notwendige Anzahl fliegender Ziele und erreiche das Ziel. Ja, Chaos Spear ist ja der ganz normale Angriff, ne? Und kann man auch den Hintergrund, also die Hintergrundmusik ändern? Das ist ja cool. Gibt es His World auch in dem Spiel? Ah, okay, Spear, das ist dieses gelbe Ding. Okay, okay, dann habe ich das kapiert. Das... Habe ich beide erreicht? Weiß gerade nicht. Ja, scheint funktioniert zu haben. So, die beiden auch mitnehmen. Genau. Zählt das dazu? 25 sind's. Okay, dann alle weg. Zack, zack. Boah, ja, Mann, so fühlt sich Sonic geil an. Also Shadow. Ich bin mal gespannt auf Generations, also auf den ersten Teil. Hä, komme ich jetzt da nicht runter? Es gibt aber mehr Ziele als nur die 25, ne? Man kann nichts verpassen. Ja, es sieht gut aus. Warte, da war noch was. Ich kann nicht abbremsen. Ich habe da was verpasst. 19. Noch 6. Oh, hier sind welche, hier sind welche. Ja, dann nimm die mit. Okay, geschafft. Oh, geil. Gibt's dafür einen Rekord? Und da ist das Ziel. B-Rang? Oh, ich dachte, wir kriegen jetzt S. Ich dachte, wir seien so gut. Na gut, wie dem auch sei. Das haben wir geschafft. Bin zufrieden mit. So, auch die Note holen wir uns. Weißt du nicht, wo die hin will? Ja, lass mich in Ruhe. Wo willst du hin? Note, bleib hier. Ja, erwischt. Sehr gut. Illustration 66. Ah, das... Kommt das aus Shadow the Hedgehog? Aus diesem Edgy-Spiel? Ja, und jetzt noch abchecken mit dem Schlüssel da. Ach, jetzt komme ich auf einmal von der Seite auch aufs Looping. Ah, ja. Nee, aber kann ich die Schlüssel jetzt einsammeln? Ich glaube schon, ne? Ja. Und der zweite auch. Wird der mehr... Ja, wird sogar angezeigt. Ah, nee, da brauchen wir noch ein paar Challenges. Okay, wie sieht es zeitlich aus? Ja, machen wir noch, ne? Bockt ja. Sammle die notwendige Anzahl an Springringen und erreiche dein Ziel rechtzeitig. Ja, let's go. Das ist jetzt auf der Ebene 1. Nee, Akt 2. Herausforderung 2. Okay. Also auf S lege ich mich jetzt nicht fest. Aber was muss ich sammeln? Die Ringe hier. Oder die roten hier. Ah, die roten. Okay. Ja, wenn die auf dem Weg sind, dann ist cool. Ja, wieder eine Note freigeschalten. Sehr cool. Warte. Die Ringe müssen mit. Ist mir die Kamera ein bisschen zu nah an Sonic ran. Also an Shadow. So, das da erreichen, genau. Oh, da sind Ringe. Da muss man schön aufpassen hier. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Man kennt's. Ja, hier drüber springen, ne? Okay, A, B irgendwie. Das ist der einzige Kritikpunkt. Ich hätte gerne, wie bei Mario Party, dass man mir... Was zum Teufel ist das? Donkey Kong? Hallo? Okay, wir haben... Die Ringanzahl stimmt jetzt. Oh, scheiße. Ah! Was können wir machen? Okay, Ziel. Wieder B. Nein! Ich wollte S oder A. Ich bin jetzt drin. Nur mit den Knöpfen tue ich mich halt schwer. A, B. Die sind auf der anderen Seite wie bei Nintendo. So, Goldnote. Gehst du hin? Ganz nach oben. Oh, damn. Bro. Ja, dann Gegner, ne? Her mit dem Gegner. Oh, das Zeitlimit ist aber sauschwer.
Oh, sie ist da hinten. Nein! Okay. Fast nicht erwischt. Keine Bewegung. Ja. Okay, Chaos Control hat nicht wirklich was genützt. Ja, genau. Okay, dann lass die Herausforderung machen und nachher sammeln wir die Noten. Was wollt ihr denn von mir? Nutze die Kraft von Chaos Control, um dein Ziel rechtzeitig zu erreichen. Ah, hat man hier jetzt sehr strenge Zeitauflagen? Ist das so? Oh, ich sehe schon das Problem. Ah, ne. Okay, schade, ich sei schon tot. Ja, dann Augen offen halten. Ah ja, okay, man muss hier einfach öfter das Chaos Control einsetzen, ich verstehe schon. Da falle ich halt runter. Da geht's halt wieder von vorne los. Aha. Ja, da muss ich so noch so reinfinden. Aber sehr nützlich, diese Fähigkeit. Okay. Die ultimative Kraft. Dann setzen wir wieder das ein. Ist das jetzt so neu mal so ein bisschen vorbereitet auf wirklich richtig gefällt? Hier check ich richtig, wo muss ich hin? Ach, nur hoch. Ah. Auch da hätte man Chaos Control nützen müssen, ne? Ja, ja, genau. Okay, jetzt habe ich es drauf. Hä? Was jetzt? Hallo? Ah, jetzt sind Plattformen hier. Okay. Doppelsprung haben wir auch. Boah, ich mochte Sonic auch immer in Smash Bros. Da hat man auch mit Sonic immer so schnelle Bewegungen drauf. Das hat Ash gebockt. Oh, das ist das Ziel? Und sogar A-Rang erreicht! Ja, nice! Sehr cool! Okay, dann holen wir uns jetzt noch die zwei Noten und dann sind wir für heute fertig. Ah, und anscheinend wird die Welt jetzt farbig? Okay, wo geht die Note jetzt hin? Schlüssel kommt mit. Note jagen. Her damit! Okay, die war leichter, aber die andere ist halt auch machbar. Oh, geile Zeichnung. Shadow einfach bei Strikers dabei. So, wie komme ich jetzt leichter hier hoch? Mit dir, ne? Ah, man kann sogar zielen. Oh, man kann zielen. Das habe ich nicht gecheckt. Ja, dann. Oh, guck mal, da ist sogar eine Schraube. Ja, dann schnell. Ich weiß ja jetzt, wo die hin will. Auf zum Gegner. Nein, es ist... Oh, jetzt ist der Gegner tot. Kommt er wieder? Hallo, Shadow. Bitte, zerstab uns nicht zu schauen. Hä, das waren doch die beiden aus Sonic X? Ach, dafür braucht man die Schrauben. Okay, das sind ja die zwei Handlanger von Dr. Eggman. Also die gab es in Sonic X, glaube ich. Das ist dieser Anime. Den fand ich immer sehr cool. So, dann holen wir uns jetzt doch noch schnell die Schraube. Ich weiß nicht, warum die Cutscene jetzt getriggert hat. So, und jetzt da hoch. Zack. Na, so soll man das machen. Und dann haben wir sie. Sehr cool. Was ist das? Radical Cre- Ah, ist das eine Musik? Cool. Okay, Freunde. Also, wie gesagt, das Spiel bockt. Ich habe richtig Bock auf mehr. Und bin gespannt, was wir im nächsten Part so erleben werden. Bleibt dran. Bis dann. Und tschüss.